Jetzt müsste man eigentlich annehmen, dass Frauen mittlerweile nicht mehr so auf souveräne Macht und Erfolgsmänner angewiesen wären, da sie ja heute vermeintlich alles und noch mehr genauso gut können wie Männer. Das Gegenteil ist aber der Fall. Gerade erfolgreiche Alpha-Frauen, die alles haben, die suchen meist nach super erfolgreichen Männern, nach einem autoritären Sugar Daddy also, der völlig entspannt die Führung übernimmt. Das Problem, was Frauen haben, ist, dass sie glauben, mit ihrem Lebenserfolg steigert sich ihre Anziehung auf Männer. Ist natürlich falsch. Und das Problem, was Männer haben, ist, dass sie glauben, ihre Selbstbestimmung und ihr Machtstreben wären antiquiert und obsolet. Ist natürlich auch sowas von falsch, denn es ist genau das, was zeitlos attraktiv ist. Du musst natürlich nicht zwangsläufig irgendwo Boss, Vorstandsvorsitzender oder CEO sein. Der Punkt ist, dass du die Ambitionen hast, Führung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Was im großen Maßstab funktioniert, das funktioniert auch schon im Kleinen. Das heißt, wenn du dir angewöhnst, zuallererst auf deine Mehrung von Wohlstand, von Mitspracherecht und generell mehr Einfluss zu blicken, anstatt dir irgendetwas von der Frau zu erhoffen, sei es Trost, Verständnis oder Unterstützung, ja, dann machst du auch schon einen Schritt in die richtige Richtung. All diese Dinge bekommst du nämlich nicht von dir, kannst du voll vergessen. Du bekommst, wenn du ehrlich bist, nicht mal mehr Selbstvertrauen und schon gar nicht mehr Erfolg, sobald du eine schöne Frau an deine Seite gebracht hast, auf die du es abgesehen hattest. Naja, höchstens vielleicht einen kurzen Kick oder so. Sobald eine Frau nämlich spürt, dass du irgendetwas von ihr erwartest, dann ist es meist schneller aus mit der Anziehung, als du gucken kannst. Blendende Beispiele dafür, dass Frauen halt auch oft super unehrlich sind, wenn sie direkt nach dem Wohlstand eines Mannes gefragt werden, die gibt es ja zuhauf bei Studien und Untersuchungen. Hier zum Beispiel, da hat man einen Burschen in ein Luxusauto gesetzt und einen anderen mit gleicher Pose in einen Ford Fiesta. Das Ergebnis war, dass Frauen dem Bentley-Fahrer signifikant mehr Attraktivität zumaßen, während es andersherum für Männer bei Frauen mit oder ohne Wohlstand 0,0 Veränderung gab. Bring also dein Leben in Ordnung und lass dir nicht von der Moderne den Kopf verdrehen, welche dir weismachen will, Frauen wären von deinen Gütern, von deinem Status und ja auch von deinem Egoismus abgestoßen.